Willkommen zurück zu Layers of Fear, back am Start hier, und war mit dem Kapitel Berührung. Dann wollen wir uns mal in die Räume begeben. So. Verschwunden. Was haben wir hier Schönes? Keine Tür. Wenn es keine Türen gibt, geht es auch nicht weiter. Logischerweise, war. War der vor, der Lüfter davor auch schon da? Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht. Es liegt hier ein Teppich. Oh, was, Alter? Jetzt ist hier ein Bücherregal. Jetzt liegen die Bücher auf dem Boden. Und hier haben wir eine Tür. Die ist natürlich mal verschlossen wieder. Keine Dokumente. Ist auch zu scheiße. Oh, was steht hier? Na? Going in Zirkel? Achso, sich im Kreis drehen, ja, alles klar. Dreh mich mit Sicherheit nicht im Kreis. Das könnt ihr vergessen. Wollte gerade in die verfickten Regale gucken. Mach ich nochmal das Licht an, ey. Na, geht auf, du Scheißteil, geht nicht. Eine Strünne. Eine Strünne. Eine Strünne. Klasse. Oh, nee, wa? Leicht zu vergessen, besoffen, im Delirium. Der Stuhl her, ey. Wo kommt die Gemälde her? Wo kommen die Pinsel her? Kommt die Uhr her? Alter, mach's diesmal richtig. Was haben wir hier oben? Denk dran. Zeit. Zeit, Zeit. Zeit. Oh, Mann, ey. Mann, ey. Alter, das ist doch nicht mehr normal, da ist eine Tür. Ruheloses Nachdenken. Nee, Andenken. Alter, fucking Glas, ey. Irgendwie finden wir jetzt hier keine Dokumente oder Zettel. Eigenartig. Boah, was ist das für ein Bild, ey?
Ritualscheiße, Alter, schlitz mir doch die Kehle auf, ey. Da ist eine Tür, hier ist auch eine Tür. Na, wir gucken erstmal hier. Na, fuck, ey. Na, komm, gehen wir einfach mal gucken. Entscheide dich. Hier liegen noch bestimmt ein paar Zettel. Alter, hier kloppt doch irgendwas. Bin doch nicht bekloppt, oder? Da ist nichts drin. Auch nichts drin. 17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen. Aber das hindert ihn auch nicht, daran überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, dass es stimmt. Ich hoffe, sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinen Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Da kann man nicht öffnen. Ich gehe einfach weiter, egal. Sehr schön. Moment. Wir müssen da lang, wa? Haus und eine Frau. Bestimmt die Frau, die eben da stande, wahrscheinlich. Alter. Jawohl. Alter. Fuck, ey. Alter. Drecksvieh, Alter. Hey, was haben wir denn da? Schicker Schlüssel. So, was
haben hier? Okay. Können wir ja weiter. Scheiß Vieh, Alter. Aus wie David, ey, wirklich, sieht aus wie der Fette, ey. Mann, Mann, Alter. Na, hier können wir was aufmachen, aber ist nur drinne. Schade. Schloss. Das ist sehr weit feinet. Komm her. Macht jetzt. Alter. Bumm, Headshot, Alter, du Mist hier, Alter. Wieder so ein Zahlenspielchen, oh Mann, ey. Hoppala. Oh fuck. Sind das jetzt hier? Die geht nach 2. Das O geht zur 5. Und das G geht zur... Oh, fuck. Warte mal. Zu 9. Somit haben wir 259 und die 259 erinnert mich an meinen Boni-Rekord im Corsa. So. 259. Sehr schön, Problem gelöst und weiter geht's. So. Boah, Alter, ich wollte nur mal kurz nach dem Feuer gucken, ey. Du scheiß Drecksvieh, Alter. Leg dich um, Alter. Oh fuck, wir gehen mal zu der Tür. Oh, du bist ein elendes Mistvieh, Alter. Das ist, ja, genau du, ey. Na fuck, ey. Wo ging jetzt lang? Weil wenn ich eh mal drin bin, ist so genau. Elendet Bastardvieh, ey. Pestzüchter. Scheußlichkeiten. Es ist die Quelle. Verfolgt mich in Albträumen. Ja, siehst du, das meinte ich nämlich. Aber wenn da zwei Wege sind, Alter, muss ich entscheiden, welchen du lang gehst. Kleine Mistratte, ey. Bitte schon mal, ey. Diese kleine Mistratte. Diese kleine Mistratte. Schicker Schattenwurf, oder ist der dran gemalt?
Wann ja mal die Scheiße. Oh Mann, ey. Kann ich ja weiterhin. Das ist eine gute Frage, Peter. Tatsächlich handelt es sich um einen sehr weit verbreiteten Irrglauben. Ist da gerade eine Tür auf ihr? Manche Menschen denken, es ginge nur darum, Farbe auf einer Leinwand zu verteilen. Aber sie liegen falsch. Ich glaube, dass jedes Detail bereits im Geiste des Künstlers existieren muss, bevor auch nur der erste Pinselstrich getan wird. Beim Prozess an sich geht es eher darum, diesen vorher gedachten Schritten zu folgen, als bloß nur mit seinem Pinsel durchzudrehen. Ich persönlich habe das immer als ein Ritual empfunden. Ein Ritual klingt ominös, nicht bedingt, wobei ich zugebe, dass es ein gewisses Risiko birgt. Um etwas zu schaffen, muss der Künstler sich erst selbst zerlegen, natürlich nur bildlich gesprochen. Wenn dies dem Künstler gelingt, werden das, was die meisten Menschen bloß als sein Handwerkzeug ansehen, die Hilfsmittel zu seinem Aufstieg. Alter, diese verdammten Geräusche. Heilige Artefakte. Soweit würde ich nicht gehen. Kunst ist oft recht bewundernswert, doch der Prozess dahinter ist es selten. Was ist das hier? Ich gehe nochmal zurück. Was sind das hier für Geräusche, Alter? Leckt mich, Alter. Was ist das hier für ein Kabel, ey? Oh Mann, ich gehe jetzt hier durch. Da haben wir nichts. Da haben wir auch nichts. Ah, sehr schön. Das war aber knapp, ey. Eine Weltkugel. Sehr schön. Alter, wie viel Türen denn noch, ey? Hallo? Ein Gemälde. Wie viel ist da eine Person zu sehen? Jo, Alter. Geht jetzt geschieht zur Sache hier, ne? Sich denn da außen, ne? Gehen wir einfach weiter. Sehr schön, was haben wir hier? Nicht, auch nicht. Da haben wir einen Zettel. Hey. Tut mir leid, dass ich dir so lange nicht geschrieben habe. Ich wurde mit der Arbeit überschüttet. Ich muss dir sagen, dass dein letzter Brief sehr verstörend war, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ich kann einfach nicht glauben, die deine alten Gemälde anzünden würde.
Warum sollten Sie das machen? Besonders die Dame in Schwarz. Es war doch dein Tribut an sie oder nicht? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll, außer dass du ihr professionelle Hilfe suchen solltest. Und zwar pronto. Du müsstest wohl selbst mal mit jemandem reden, nach allem, was geschehen ist. Ich bin mir sicher, dass es dir ebenfalls gut tun würde. Ich muss dir wahrscheinlich nicht erklären, wie schwer enttäuschend der Käufer von diesen Neuigkeiten war. Die neuen Stücke verkaufen sich einfach nicht mehr so gut wie die Klassiker. Wie auch immer, ich werde weitersuchen. Du musst nur durchhalten und dich auf deine Arbeit konzentrieren. Ich weiß, dass es noch immer in dir steckt. Ich glaube an dich. Dein Freund und Agent Thomas Geld will, mach ich nicht. Oh, Alter, Leute, bleibt mal locker hier. Maulkopf. Fucking mutt won't shut up. Hey, I can do that too. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. So, können wir weiter? Hat das Spiel hinter mir angehört, ey. Bin ich bescheuert oder was? Was sag ich doch. Okay. Okay. Alter. Was ist da bekloppt, Alter? Jetzt bin ich schon wieder in so einem anderen beschossenen Raum hier. Oh, cool. Ich glaube, der Raum hat sich erledigt, war ja. Ah, oh, diese Scheißviecher, ey. Überall hast du die Plagen, Alter. Du kannst sie nicht haben. Warum nicht? Oh, hier ist noch so ein Rattenbild. Was steht da? Schönes. Leinwandkrabbler, Masse pulsierenderes Fell, wie Gift zu malen, Feuer, letzter Ausweg. Was soll ich dazu noch sagen? Gut, das ist abgesperrt. Alles klar. Oh, what the fuck? Ist das alles wert? Oh, Leute, ey. Schöne Wandgemälde. Yep. Gut aus. Sieht stylisch aus. Oh, mein Alter, ey, die Kapitel werden immer länger, aber kann nicht sein. Konnte ich doch hier lesen, oder? Na, sag doch. Während es
Während es der Wahrheit entspricht, dass einige Künstler sich über ihre Zeit hinaus weiterentwickeln und dadurch für zeitgenössische Kritiker unbegreiflich werden, ist dies hier meiner Meinung nach nicht der Fall. Obwohl es mich schmerzt, es zu sagen zu müssen, hat sich nicht weiterentwickelt. Ed, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, wenn überhaupt, so sind wir hier Zeugen eines künstlerischen Rücktritts geworden. Du kannst mich mal. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Schön, was haben wir denn hier? Kobe? Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh, God. I'm so... Wait, I'm sorry. I'm sorry. Whiskyflasche, ey, aber was soll ich mit der Kurbel? Das zu. Und hier ist weiter nichts, wa? Nee. Ist ja witzig. Da ist auch nichts drin. Die Hütte ist zu. Oh. Ein bisschen. Oh, nee. Bitte. Boah, behindert, Alter. Alter, was ist das hier, Alter? Sind wir jetzt bei Surf oder was? Boah. Kommt, weil zu geil war nochmal. Boah. Muss sein. Bisschen Schmerz reicht weit. Ja, das denke ich auch. Alter, das Kapitel hat kein Ende. Ja. You fucking took it from me, my gift. I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Boah, Alter, hier ist was los, ey. Oh, das gibt's nicht, Alter. Das hat kein fucking Ende.
verpiss dich, Alter. Alter, ich will hier raus. Gibt's hier nochmal einen Lichtschalter irgendwo? Ah, da ist eine Tür. Da war mal eine Tür, ey. Oh, fuck you, ey. Ah, was haben wir denn hier? It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Oh, Alter. So, da haben wir nichts mehr drin. Fahrstuhl, ey, super, ey. Ey, das Kapitel hat kein Ende, ich hab geklappt, ey. Na schön. Na super, ey. Boah, was? Nee, ist klar, ey. Ich glaube, ich spinne, ey. Ballert der Schädel aber richtig, ey. Okay. Ah. Oh, nee, war. Mehr Scheiße runter. Oh, fett Junge hier, Alter. Ist ja nicht mehr normal, ey. Hier drinnen. Eine Uhr. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horde ran down. Hickory dickory dock. Sehr schön. Es geht immer weiter, ey. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both.
Ah, das muss da jemand ändern. Oh, ich kenne schon mal, vor langer Zeit mal. Eine Tür heute oder was? Alter, was machst du da? Das ist aber ein langes, langes Kapitel, ey. Das ist ja Wahnsinn. Scheiß Ratte, ey. Manche Gemälde spottern jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu überschreiben. Babyface ist in eines dieser Gemälde, diese Kunstanomie zieht Zehntausende von Bewunderten des durchschnittlichen und sagen, DAX-Kenner des Abstrakten in ihren Bahnen. Boah. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines einwöchigen Kunstmarathons. Bestritten von einem unausgeglichenen Maler, der in einen dunklen Keller eingeschlossen war. Von der furchtbaren Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner abscheulichen. Alter, Dreckstelefon. Okay. Oh Mann. 3, 6, 3. 3, 6, 3. Eine Tür. Boah, Alter. Jo. Wo ist das scheiß Telefon? Und auf Wiedersehen, Alter. Acht, fünf, drei. Acht, fünf, drei. Boah, was geil. Eine Tür, ich werd bekloppt, ey. It solves nothing. It never has. It never will. Alter, was ist jetzt los?
Oh, Alter, heftig. 3, 5, 4. 3, 5, 4. Alter, was ist denn hier passiert? Oh Mann. Na super, ey. Uff, Alter. Alter, ich hab's gewusst, dass ich runterfliege. Oh, dieses verfluchte Telefon, ey. Ja, rausgerissen, geil. You deserve this. All of it. All of it. Geil, das war mein Telefon. Ist ja fett, Alter. Hör zu. Oh, was? Ich kann ja nicht zu sein. Mal irgendwas übersehen. Was denn das? I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off, easier than sawing a leg. Washed it, dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Da ist er mal richtig keimisch. Was hab ich jetzt mit dem scheiß Drecksfinger? Ah, geil. Na, rennen wir mal hier raus. Boah, Gott sei Dank. Ja. Mal gucken, wie das Bild jetzt aussieht. Ah, es macht sich langsam. Ja, den Text habt ihr ja schon gehört. Schauen wir hier mal rein. Ah, es macht sich langsam. Dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten sauberen, spritzigen Runde wieder bei Liars auf 4. Also haut da rein, bis dann.